Der echte Toast oder auch wilder Oregano genannt. Lateinisch Origanum vulgare. Ein Lippenblütler, den man recht häufig auf den Wiesen finden kann. Kommen wir zu den Heilwirkungen, denn dieser Kollege kann Husten und auch Rachenentzündungen lindern. Aber, und das möchte ich herauspicken, Verdauungsprobleme beseitigen. Ein Tee aus dem echten Toast oder eben auch wilder Oregano genannt, kann den Darm wieder in Schwung bringen. Und das ist wichtig, denn immerhin sitzen ca. 80% unseres Immunsystems im Darm und das Immunsystem wird auch dort trainiert. Darum ist es wichtig, eine ordentliche Darmflora und einen Darm im Gleichgewicht zu haben. Und schon sind wir bei der Küche angelangt, denn dieser Kollege hier wird von mir persönlich beinahe jedes Jahr gesammelt, denn ich möchte ihn als Gewürz in meiner Gewürzschublade haben. Dort gehört er hin. Pflücken, Blätter und Blüten trocknen lassen, ja, kleinreiben oder am Stück lassen, in ein Gefäß geben und schon hat man einen selbst gesammelten wilden Oregano, der wirklich unglaublich lecker schmeckt. Dann braucht man sich keinen Oregano mehr, der völlig überteuert ist, im Geschäft kaufen. Abonnier die Naturküche, lass einen Daumen hoch da und pflück dir den echten Toast, denn der hat richtig Power und Geschmack. Tschüss!